Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Willkommen zum Magazin Blau-Schwarz. Die Fieberkurve steigt. Noch einmal wird die Sonne aufgehen und dann wird hier in Völklingen das große DFB-Pokal-Halbfinale stattfinden. Also beginnen wollen wir mit einem Rückblick auf die Saison 1984-85. Das ist jetzt 35 Jahre her. Da stand der erste FC Saarbrücken schon einmal in einem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Bayer Uerdingen. Und die Saison hat in diesem Zeitraum damals Michael Blättel in besonderer Weise geprägt. Und mit ihm haben wir uns in Elz getroffen und mit ihm über die damalige und aber auch über die heutige Situation gesprochen. Es hat angefangen mit Rot-Weiß Essen. Du bist erst ganz spät eingewechselt worden, in der 85. Minute, soweit ich mich erinnere. Und es waren gute Leute auf der anderen Seite, die man heute noch kennt. Uwe Neuhaus war dabei. Ne? Und ihr habt aber 2-1 gewonnen auswärts. Ne? Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee, an das Spiel kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch an das Spiel erinnern. Ich glaube, das war Punktrunde, da haben wir dann 5-0 gewonnen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob es die Saison war oder die Saison davor. An dieses Spiel kann ich mich gar nicht erinnern, weil ich hatte auch eine Verletzung da, glaube ich. Ja. Deswegen bin ich so spät rein. Ich hatte damals immer zwei oder drei Jahre hintereinander, immer in der Sommersaison oder im Sommer, in der Sommervorbereitung war ich immer verletzt, hatte immer eine Verletzung. Ja. Mhm. Aber kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee. Ja. Naja, es ist ja gut ausgegangen und dann kam dann der nächste Gegner, das war dann gleich Nürnberg. Das war dann auch schon eine Hausnummer, ne? Ja, das war zu Hause. Ich glaube, das war eine Schlammschlacht, glaube ich. Das Spiel kannte ich noch, also kann ich mich noch erinnern. Und da war, glaube ich, der Jambo überragend in dem Spiel. Genau, ich meine, der hätte da zwei Tore gemacht. Ja. Mhm. Der Henscheid, der so allgemein in der Betrachtung ein bisschen untergeht, ne, der hat damals auch getroffen, wie er oft getroffen hat, ne, ja. Euer Guter. Und dann der Wolfgang hat dann das 4-1 geschossen damals noch. Ging es 4-1 auf, okay. Ja. Ja. Und danach kam dann das Spiel, das jetzt, glaube ich, neben Bayern München, oder es waren ja zwei Spiele, so in der FC-Historie ganz weit vorne ist, ne, gegen den VfB Stuttgart, das Achtelfinale. Mhm. Und ja, Hinspiel 0-0, kurz vor Weihnachten. Das stimmt. War auch kein schönes Spiel, oder? War mit Sicherheit kein schönes Spiel. Ich glaube, wir haben da, war ja 120 Minuten, glaube ich. Ja. Und ich glaube, wir sind dreimal die Mittellinie gekommen. Gefühlt jetzt, ich weiß es auch nicht mehr. Man kann sich gar nicht mehr so erinnern. Aber im Endeffekt war es wirklich so, also es war, glaube ich, eine Abwehrschlacht. Ja. Ja. Und dann sind wir dann mit 0-0 raus, ja, das stimmt. Ja. Und dann kam das legendäre Spiel in Saarbrücken am 5.2.85. Und ja, 2-1 Führung, Klinsmann. Ja. Und dann kamst du. Ne? Ja, war 2-1 Klinsmann, dann ist er noch runtergeflogen, glaube ich, rote Karte, Herrn Walter angespuckt, Walter Müller. Und dann kam, ja, ziemlich hohe Flanke vom Cody. Und ja, der hat gepasst. Also das war schon, hat alles gepasst. War schon ein Traumtor gewesen, muss ich sagen. Also war auch nicht einfach gewesen, war vom langen Pfosten hinten die andere Ecke rein. Und ja, war eines der schöneren Tore. Ja, hast ja noch ein schöneres gemacht, was dann auch entsprechend gewürdigt wurde dann später. Ne? Ja, das war dann ein bisschen später. Ja, ja. Ja, dann gab es die Verlängerung und dann musstest du ja auch wieder antreten. Ja. Ne? Ja, wir waren eigentlich an dem Tag, waren wir im Endeffekt, wenn man alles sieht, die 120 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Mhm. Ja, also wir haben sehr gut Fußball gespielt, haben auch reichlich Torschancen gehabt und in der Verlängerung hätten wir auch wirklich 3-2 oder 2-1 in Führung gehen können, hat aber nicht gepasst, oder in Verlängerung 3-2, so wäre es gewesen, genau. Und ja gut, dann kam das Elfmeterschießen. Ich glaube, der Jambo war der Erste. Ja. Ich sollte eigentlich erst schießen und dann habe ich aber dem Klima gesagt, nee Klima, lass erstmal den Jambo schießen, auf sicher. So, und dann haben wir dann getauscht. Dann hat Jambo geschossen, ja, ich den zweiten, war ziemlich eng unten links. Und dann kam dann aber Schlegel noch, der hat dann sicher reingemacht und die haben ja dreimal verschossen. Ja. Dann waren wir durch. Da wart ihr durch und dann gab es kein Halten mehr, ne? War ein sehr schönes Spiel, also von der Atmosphäre her, ich glaube es war eisekalt.
Ja, ich glaube, es war minus 10 Grad oder so irgendwas. Stadion voll und es war halt eben, also Emotion pur, ja, an dem Abend. Und es war der amtierende deutsche Meister. Ja. Und wir waren gut drauf. Also wir haben da wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das muss man sagen. Waren auch im Endeffekt, auch wenn es nach Elfmeterschießen war, haben wir verdient gewonnen. Ja. Schweißt sowas zusammen? Ja, wir hatten damals, glaube ich, zu der Zeit sind sehr viele Spiele ausgefallen und wir mussten dann englische Wochen spielen. Ich meine, es wäre so gewesen. Und natürlich, wir sind dann abends noch los, sind ein bisschen feiern in die Altstadt, die Fans waren dabei, ist ja anders wie heute. Und das war schon sehr schön gewesen, ja, das stimmt. Ja. Danach kam Hannover, ja. Die waren damals auch in der zweiten Liga. Das stimmt. Da waren die Platzfelsen noch schlimmer. Da haben wir auf Schnee gespielt, gibt es heutzutage gar nicht mehr. Ja, das war ein Riesentheater mit den Schuhen, was ziehen wir für Schuhe an und wie auch immer. Und dann hatten wir diese Samba-Schuhe alle an mit den kleinen Noppen unten. Und ja gut, 1-0, enges Ergebnis. Spiel, ja, von mir, war abgefälscht oder war, glaube ich, Freistoß oder ein Schuss. Der Ralf Raps, mit dem habe ich auch übrigens früher in Frankfurt in der A-Jugend gespielt. Oh ja. Der hat ihn nur abgeklatscht. Ich habe ihn dann reingemacht, war ein Abstauber gewesen. Im Endeffekt hätte das Spiel auch Hannover gewinnen können, glaube ich. Ja. Nachher gab es noch schwere Randale. War Freddy Schaub mit irgendwo beteiligt, aber waren ein paar Zähne weg. Und der Freddy, mit dem habe ich zusammen auch in Frankfurt gespielt. Also Norbert Hönsch hat zusammen gespielt. Also waren einige Eintrachtler auf dem Platz. Ja, ja. Ich gucke mal gerade so auf die Liste, wer mir da noch auffällt, ist Maximilian Heidenreich, der hat bei denen gespielt und Carsten Suhrmann. Ne? Ja, ja gut, der hat ja ewig gespielt bei Hannover. Ja. Ja, das stimmt. Große Legende und auf dem Trainerstuhl saß damals der Werner Biskup. Ne? Das stimmt, ja, ja. Ich glaube, der war einige Jahre da und gut, man hat immer so ein paar Storys gehört, ob das dann so war, kann ich nicht beurteilen. Ja, ja, anschließend ging es ihm wohl nicht gut und er lebt ja auch leider nicht mehr, soweit ich weiß. Ja, und dann kam jetzt dieselbe Situation, vor der der aktuelle FCS steht, nämlich das Halbfinale, auch gegen eine Werkself, nur dann eben gegen die aus Uerdingen. Ne? Ja. Und die waren damals allerdings besser aufgestellt als die heutige, da waren die Funkelbrüder, waren sehr stark zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja, die hatten eine super Mannschaft. Also damals, ich glaube, die waren dann im Europacup auch, oder war das ein Jahr später dann? Die haben ja einen Pokal gewonnen, dann gegen Bayern dann, und dann sind die. Ja. Ein Jahr später, aber die waren in dem Jahr schon stark. Und die hatten den Feldkamp als Trainer und die hatten eine starke Mannschaft gehabt und haben das Spiel im Endeffekt durch das eine Tor verdient gewonnen, weil wir auch nicht unsere Leistung gebracht haben an dem Tag. Ja. Muss man so ehrlich sagen. Ja. Ich war auch damals im Stadion, im Gästeblock, habe so gut wie nichts gesehen, aber es war nicht die Atmosphäre auch da. Nein, irgendwie, es war auch dieser leichte, wie so ein kleiner Orkan war draußen gewesen. Ja. Ja. Und es war sehr schwierig zu spielen und diese Atmosphäre war auch nicht da. Vielleicht lag es am Flutlicht da gegen Stuttgart, das kann man jetzt nicht mehr so sagen. Mhm. Das weiß man nicht so. Aber ich glaube, vielleicht mit Glück, Standard oder irgendwas, hätten wir ein Tor gemacht. Ansonsten, vom Gefühl her, das war ein Spiel, das hat nicht gepasst irgendwo. Ja, und dann passte das Tor noch dabei, haben wir so einen dummen Fehler gemacht und dann fällt das Tor zum 1-0. Wie gesagt, in der Verlängerung vielleicht nochmal mit dieser Luft, da wäre vielleicht nochmal was passiert durch den Standard, aber ich glaube, an dem Tag waren wir alle nicht so hundertprozentig fit. Ja. Jetzt würde ich gerne den Bogen schlagen zu der aktuellen Situation. Du hast das wahrscheinlich auch verfolgt, wie viele in Deutschland. Das ist ja richtig FCS-Hype draus geworden. Ne? Mhm. Steht die Mannschaft jetzt auch wieder vorm Aus im Halbfinale? Ja gut, hier, ich sag lieber mal, also nicht das, was ich denke. Ja? Also im Endeffekt wäre es schön. Es wäre wirklich schön und super und einzigartig, glaube ich, auch wenn der FCA ins Endspiel käme. Nur es fehlt ein bisschen die Überzeugung, das zu glauben, ja, weil Leverkusen hat eine super Mannschaft, sind sehr schnell halt eben und ja, der FC hat natürlich auch jetzt gegen Mannschaften gespielt, die kann man auch mal schlagen. Ja. Also es sind jetzt nicht so diese Kaliber wie zum Beispiel bei Leverkusen. Ich würde mir wünschen, für die FC-Fans natürlich, dass sie ins Endspiel kommen. Mir fehlt ein bisschen die Überzeugung, ganz einfach. Mir wäre es lieber,
sie machen ein gutes Spiel und bleiben vielleicht oder verlieren vielleicht und gehen dafür in die, also kommen ja in die dritte Liga, würden dann halt eben eine gute dritte Liga spielen, würden in der Liga bleiben und würden endlich wieder mal im Park spielen. Ja, gut, das mit dem Park wird sich jetzt wohl tatsächlich ergeben. Ne? Sprechen wir mal kurz die dritte Liga an. Du warst letztes Jahr beim Spiel gegen Steinbach in Völklingen dabei. Wir haben anschließend ein Gespräch geführt und da warst du entgeistert, will ich fast sagen. Du warst überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung der Mannschaft und hast Steinbach damals stärker gesehen als den FC, obwohl der 1-0 kurz vor Schluss gewonnen hat. Ne? Ja, ich kann mich jetzt auch nicht mehr so entsinnen, genau, aber ich hatte mir ein bisschen mehr Qualität, hatte ich mir eigentlich, was heißt erhofft, oder hatte ich gedacht, es wäre ein bisschen mehr Qualität zu sehen. Also an dem Tag war der FC nicht stark gewesen, also wir haben schlecht gespielt, ganz einfach. Qualität war nicht gut gewesen und von daher, sage ich mal, wäre auch jetzt nicht auch ausreichend für die dritte Liga oder vielleicht auch die dritte Liga zu halten. Aber vielleicht haben sie ja jetzt gesteigert, ich habe sie jetzt ein Jahr nicht mehr gesehen. Ja, also du hast das schon ein bisschen so von aus der Ferne verfolgt, aber so näher bist du jetzt nicht dran gewesen. Nee, also von hier aus, man verfolgt das immer, das was man so mitkriegt, man guckt mal Samstagabend aktueller Bericht und da sieht man immer mal kurz was, ist aber schwer zu beurteilen alles, also damals haben wir das Spiel gesehen, also ich war auch enttäuscht von Heiger, also es war jetzt auch nicht die klasse Mannschaft gewesen, ja. Und von daher sage ich mal, der FC wird sich mit Sicherheit gesteigert haben, wird mit Sicherheit besser Fußball spielen jetzt wie damals oder vor einem Jahr. Und das ist ja das Entscheidende, dass man sich steigern kann. Ja. Dann gab es diesen Trainerwechsel, der auf Platz 1 stattfand, kurz nach dem Spiel gegen Köln, das man ja überragend gewonnen hat. Waren sie wirklich gut gewesen. Ja. Hat dich das überrascht oder war das für dich eigentlich fühlbar gewesen? Mich hat es in dem Moment hat's mich ein bisschen überrascht. Aber wie gesagt, ich habe damals nach dem Spiel gegen Steinbach, war ich wirklich mit dem FC-Fan abends essen und da habe ich dem schon gesagt, passt mal auf, also ich würde mal reagieren, ich würde, weil das ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen, das ist mir ein bisschen zu wenig, ja, und das war auch so und vielleicht haben das auch die Verantwortlichen gemerkt und wie es dann passiert war, habe ich mit ihm telefoniert, mit dem Fan und dann hat er auch gesagt, Michel, du hast recht, also das, was sie jetzt gemacht haben, das war richtig gewesen, was man so aus der Ferne sieht, sag ich auch mal, es war, der Lottner war bestimmt ein feiner Kerl, ein guter Typ, ein guter Trainer, überhaupt keine Frage, er stand vorne, aber vielleicht war das alles ein bisschen zu, ja, wir sind alles gute Freunde, das passt jetzt alles mal, da fehlt vielleicht mal ein bisschen der Zug, der Biss und vielleicht mal ein bisschen der Abstand, er war ja auch, also der Abstand zu den Spielern, war ja auch lang da gewesen, vielleicht auch ein Kumpeltyp irgendwo und vielleicht muss man da ein bisschen mehr Abstand schaffen. Also es wäre deine Maßnahme, du warst ja viele Jahre erfolgreich Trainer, du hättest also mehr Abstand zu den Spielern. Also das tut einem immer gut als Trainer, wenn man ein bisschen mehr Abstand hat, ja, weil, also man sollte schon ein gutes Verhältnis zu den Spielern haben, das ist ganz klar, ja, aber wenn es zu eng wird und man ist zu lange da und es sind auch zu viele Spieler, die zu lange mit einem zusammenarbeiten, dann muss man entweder den Trainer austauschen oder muss einige Spieler austauschen. Und ich glaube, ja gut, das ist der einfache Weg, halt eben den Trainer auszutauschen. Wobei mir der Lottner in dem Moment sehr leid getan hat, muss ich sagen. Ja, weil er hat ja einen riesen Erfolg gerade. Das ist richtig. Das ist richtig. Das war zu diesem Zeitpunkt, aber wie gesagt, mir, für mich war es nicht so überraschend. Überraschend war es für mich, dass sie das gesehen haben, dass sie was machen müssen. Das war für mich überraschend, weil es war ja so nicht nur Trainer, Spieler, sondern dieser ganze, mit die sportliche Leitung und wie auch immer, also nicht gerade Spieler, Trainer, sondern die anderen, die gehören auch dazu, das war alles so, die waren also zufrieden gewesen, ja, die haben ihren Job an und hin und her und für mich war es eher überraschend, dass die sportliche Leitung dann so durchgegriffen hat, ja. Mhm. Gut, noch das Ergebnis für am Dienstag, was sagst du? Also ich sage, die spielen ja zu Hause, ja. Ich sage 2-1 für den FC, wobei ich sage, mir fehlt ein bisschen der Glaube. Kommen wir nun zu einem Spieler, der das Trikot des ersten FC Saarbrücken und das von Bayer Leverkusen trug, Jörg Reb. 2 Jahre später, also ich bin mit 18 Vertragsamateur geworden, hat dann 2 Jahre so gut wie keine Chance beim FC, weil damals die zweigleisige zweite Liga, genau, ja. Da war ich damals mit dem Mauerfall. So lange ist das schon her, Wahnsinn. Da gab es die 36 Vereine oder irgendwas, dann ist der FC aufgestiegen, ja, in die erste Liga und dann abgestiegen und dann
begann so ein bisschen meine Zeit mit dem neuen Trainer. Ja, das waren ziemliche Chaoszeiten, oder? Fritz Fuchs und die Geschichten. Ja gut, ich glaube, FC war damals bekannt für Chaoszeiten, immer mal wieder. Jetzt zum Glück in den letzten Jahren so ein bisschen Ruhe, aber früher oder auch in der jüngsten Vergangenheit war der FC immer mal dafür bekannt. Ich habe auch 2-3 Jahre dann da gespielt oder als Profi und dann kam ja damals auch der Lizenzentzug, das war 95, glaube ich, und dann bin ich ja damals oder musste dann auch gehen. Ja, also du warst dann eigentlich, wärst gerne geblieben, oder wie war das? Boah, man konnte sich eigentlich nie so richtig vorstellen, vom FC wegzugehen. Du hast die Jugend da durchlaufen, bist dann da Profi geworden, hast dann da 3 Jahre gespielt. Ja. Wie gesagt, aber dann hast du halt 3 Jahre zweite Liga gespielt, dann kam der Lizenzentzug und es gab halt damals wirklich sehr, sehr viele Anfragen. Ja, dann lag es halt nahe, dass du halt die Chance ergreifst und das waren damals sehr, sehr gute Gespräche, da kann ich auch noch gut dran erinnern, mit Arminia Bielefeld damals und das war für mich auch ein Glücksfall damals. Ja. Arminia Bielefeld war aber auch zweite Liga, ne? Die sind damals dann von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen, genau. Und ein Jahr zweite Liga und dann sind wir aufgestiegen in die erste Liga. Ja, und dort hast du dich dann richtig etabliert, ne? Da habe ich dann relativ mit der zweiten Liga, kann man sagen, eigentlich 3 sehr, sehr gute Jahre und das war auch von allem drumherum, vom Verein, vom Umfeld, von allem. Das hat richtig Spaß gemacht. Dort auch mit der alten Alm noch da, in der alten Turnhalle am Anfang noch umziehen und so. Das hatte seinen Flair. Die alte Holztribüne da, das war schon eine schöne Zeit. Da habe ich dann 3 Jahre gespielt. Und dann sind wir leider da auch abgestiegen und erst in die zweite Liga. Und dann bin ich dann 3 Jahre nach Leverkusen gegangen. Ja, ja, und das war dann so vom, jetzt würde ich mal sagen, wenn ich auf den Zettel gucke, schon so ein bisschen der Höhepunkt auch deiner Laufbahn, oder? Vom Sportlichen her auf jeden Fall. Ich meine, was für eine Mannschaft du da 3 Jahre spielen durftest, mit was für Leuten, das war schon der absolute Wahnsinn, um jetzt mal vielleicht ein paar zu nennen. Emerson, C. Roberto, Ulf Kirsten vorne, Jens Nowotny, das waren, ich sag mal, da war ein Kader von 18, 19, 20 Leute, da war vielleicht 2 Spieler, die waren nicht Nationalspieler, da war ich einer davon und ich glaube dann vielleicht noch einer, ansonsten waren das alles Nationalspieler, ne? Gestandene Nationalspieler aus ihren Ländern. Ja. Und dann war ich da noch dabei. Und warum hat es bei dir nicht geklappt? Ich meine, du warst auch rechts unheimlich schnell, warst gut angesehen, ne? Ja, man hat immer mal wieder gehört, dass da auf dem Zettel oder irgendwas, ich glaube damals war Bundestrainer, weiß ich gar nicht, wer da damals zu der Zeit Bundestrainer Berti, war. Berti, oder? Nee, den hatte ich nur noch ein halbes Jahr als Trainer in Leverkusen. Ach so, ja. Man hat immer mal wieder gehört, auch zu Bielefelder Zeiten, da hatte ich auch sehr, sehr gute Leistungen gespielt, aber es hat halt nie funktioniert, aber um Gottes Willen, so what. Ja, nee. Ja, und ja, dann, ich gucke nochmal auf den Zettel und sehe dann eben 7 Champions League-Spiele, unter anderem gegen Glasgow Rangers, soweit ich mich erinnere. Das war UEFA-Pokal. Das war UEFA. Ich meine, das war das erste Jahr, wo ich dahin bin, da war Bayern noch UEFA-Pokal. Ja. Aber Glasgow Rangers war UEFA-Pokal. Aber damals noch, glaube ich, Jörg Albers hat bei Glasgow Rangers gespielt und der Torhüter, glaube ich, Klos von Dortmund damals. Die haben da gespielt, das waren schon Erlebnisse da. Gerade ausverkauftes Haus dort, das war schon... Im Ibrox Park. Das war absoluter Wahnsinn. Da bist du halt, ich glaube, das war auch damals 8:30, Viertel vor 9 hast du da gespielt, bist nach dem Warmmachen rein, das war so 7:45. Ja. Da hast du eigentlich gedacht, das Stadion, da kommen nur 3, 4, 5.000 Leute, das war total leer. Bist dann rein zur Kontrolle, Basskontrolle, 5 Minuten vor Beginn bist du dann raus und das Ding war rappelvoll und da war eine Stimmung, das war sensationell. Ja, das habe ich auch schon mal erleben dürfen, das ist wunderbar. Ja, und dann kam dann nach Leverkusen kam Köln. Köln, ist das noch mit positiv so in Erinnerung? Gut, da war man nur ein Jahr, ich glaube, da kann sich jeder an einer Hand abzählen, ob das positiv oder negativ war, aber da braucht man nicht weiter drauf einzugehen. Ja, okay. Nee. So, jetzt aber wieder zurück beim FC und zwar in einer wichtigen Funktion als U12-Trainer. Als U12-Jugendtrainer, ja. Jetzt seit 3 Jahren bin ich dann da und das macht auch absolut viel Spaß. Ja, ja, die Jugend wurde ja vor 3 Jahren komplett umgemodelt, ne? Da bist du auch dazugekommen, neu. Ja, vor 3 Jahren, ja. Und da ist ein neuer Zug drin, haben wir den Eindruck, ne? Also ich weiß nicht, wie es vorher war, also mich hat dann der Jörg Alt und der Nico Weißmann haben mich damals kontaktiert, ob ich mir das vorstellen kann. Also wir waren uns eigentlich, Jörg Alt kann ich auch noch von früher, von Spiele, von der aktiven Mannschaft, der war ja auch in den unteren Ligen, sage ich mal, so Trainer, da hatten wir immer guten Kontakt, dann öfters mal so Freundschaftsspiele gegeneinander gemacht und er hat mich dann kontaktiert, dann haben wir uns mit Nico Weißmann zusammengesessen und das war eine Sache von ein paar Minuten und dann waren wir uns eigentlich klar, dass wir das probieren. Ja. Gut, kommen wir mal auf das Pokalspiel jetzt zu sprechen, das jetzt ja stattfinden wird. Bayer Leverkusen gilt ein bisschen so als der Prototyp dieser Plastikclubs, nennen wir es mal. Ne? Ist das wirklich gerechtfertigt oder ist das eigentlich schon ein gestandener Traditionsclub, ne? So wie wir uns auch immer sehen? Ich sag mal jetzt so ein gestandener Traditionsclub, vielleicht wie der FCS, der glaube ich
Jetzt nicht, aber das ist halt immer noch der Werksclub, aber jetzt so, wie es dargestellt wird, ist das nicht. Ich durfte da auch 3 Jahre und das war also 3 Top-Jahre auch von drumherum, vom Herrn Kallmund oder irgendwas. Das war eine wunderbare Zeit dann dort. Ne? Ja. Aber publikumsmäßig ist halt nicht dort so der Wahnsinn, ne? So wie im Nachbarn. Oh, doch, also zu meiner Zeit war da einmal schon gut Stimmung. Ich durfte jetzt letztes Jahr, auf Einladung von Bayern, da Bayer Leverkusen gegen Juventus drehen, in der Champions League. Also da ist schon ordentlich Stimmung, da ist schon ordentlich was gewachsen. Doch. Ja, also so ein bisschen Vorurteil gegenüber Leverkusen besteht so allgemein, oder? Ich glaube nicht nur gegen Leverkusen, auch gegen andere 2, 3 Vereine in der Bundesliga. Aber wie gesagt, ich trage Bayer immer noch ein bisschen im Herzen und da wäre es auch kein negatives Wort von mir höre. Okay, nee, das ist ja auch nicht Absicht der Sache. Jetzt haben wir das Bayern-Spiel, haben wir ja alle gesehen jetzt am Samstag. Da gab es ein paar Situationen, wo ich gedacht habe, so kann man sie kriegen, oder? Ja gut, ich glaube nicht, dass sie die Fehler, die sie gestern gemacht haben, dass sie die jetzt nochmal machen werden. Ich glaube, da war der Gegner natürlich auch Bayern München, das ist wieder was anderes, ne? Aber da waren schon einige haarsträubende Dinger dabei. Ich glaube, fast alle Gegentore sind auf individuelle Fehler, ne? Oder zu eng, nicht eng genug am Mann. Also ich glaube nicht, dass sie das, die haben jetzt auch noch 2 Tage Zeit, das wird der Trainer, glaube ich, da doch schon ansprechen und ich glaube, dass sie diese Fehler nicht nochmal machen werden. Ja. Aber alle Gegner vom FCS, denke ich, haben bis jetzt einen großen Fehler gemacht. Sie haben den FCS einfach unterschätzt. Wird das Bayer auch passieren? Ob die jetzt großartig den FC unterschätzt haben, weiß ich nicht. Der FC ist jetzt auch sehr oder auch durch ein bisschen Glück am Elfmeterschießen. Und natürlich sind die anderen Köln oder Düsseldorf mehr Spielanteile oder irgendwas. Aber ich sag mal, wenn du so weit kommst, hat das nicht nur ein bisschen oder nur mit Glück zu tun. Ne? Aber ich glaube jetzt im Halbfinale, ob Leverkusen oder der FC unterschätzen wird, die würden sich sehr wahrscheinlich auch sagen. Jetzt haben wir die Riesenmöglichkeit, beim Regionalligiste oder noch Regionalligiste ins DFB-Pokalfinale einzuziehen. Also wer da nicht bei 100% ist, dann weiß ich es auch nicht. Ja, das hat man halt auch bei Düsseldorf gedacht. Die haben auch das große Geld gewittert. Die brauchen ja auch sicherlich dringend Geld. Aber die haben es ja auch irgendwie nicht geschafft, drüber zu kommen über die Hürde, ne? Ja, zum Glück für uns haben sie es nicht geschafft, aber wenn man das Spiel verfolgt hat oder gesehen hat, klar war das die bessere Mannschaft, klar haben die mehr Chancen gehabt, wenn es ein bisschen anders da läuft. Elfmeterschießen, ist immer ein bisschen Glückssache, da hat der Batz natürlich auch überragend gehalten, ne? Aber ich sag mal, das hätte natürlich auch ein bisschen anders da laufen können, aber für uns natürlich umso besser, für den FC, dass es geklappt hat, ne? Und jetzt im Halbfinale gegen Bayer, im Fußball hast du immer eine Chance. Musste erstmal gespielt werden, das Spiel, wie man so schön sagt im Fußball, also so chancenlos oder... Null Chancen hat der FCS natürlich nicht. Ja, morgen wird im Münchner Sky-Studio ein ganz spezieller Gast mitkommentieren. Wie uns Achim Gauer eben berichtete, es wird Dirk Lottner sein, der morgen das Spiel des 1. FC Saarbrücken, das letzte Spiel im Hermann-Neuberger-Stadion, mit kommentieren wird. Zum Abschluss wollen wir natürlich noch einen speziellen Gruß eines besonderen Saarbrücker Bürgers loswerden hier an dieser Stelle. Es ist nicht die, sondern er. Ja, ich sag, aller guten Dinge sind 3. Zweimal schon sind Bundesliga-Mannschaften aus Nordrhein-Westfalen gekommen. Sie glaubten, es ist ein einfaches Spiel, ein einfacher Gegner. Am Ende war der 1. FC Saarbrücken eine Runde weiter im DFB-Pokal. Und ich drücke der Mannschaft alle Daumen. Es kann sein, dass es wieder in die Verlängerung geht. Es kann sein, dass es wieder zu Elfmeterschießen kommt. Ja, ich bin guter Dinge, dass der Sieger am Ende heißt 1. FC Saarbrücken. Meine Unterstützung und mein Daumendrücken hat die Mannschaft und haben auch alle Fans. Es wäre großartig für die Stadt und die Region, wenn es weitergeht. Ja, alles Gute. Das war's mit dem Magazin Blau-Schwarz für dieses Mal. Wir freuen uns alle gemeinsam auf das Pokalfinale in Berlin. Und deshalb hier auch die Nachricht nach Leverkusen.